Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch, 31. Juli. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Psalm 34, Vers 9. Das muss man nur einmal laut in unsere Welt hineinrufen. Dann prasseln von allen Seiten die Proteste. Gott, freundlich? Und all das Schreckliche, das täglich passiert? Hört auf mit dem Unsinn. In einem Roman der französischen Schriftstellerin Thi de Monier erklärt eine verzweifelte Mutter: Der liebe Gott ist einfach ein Verbrecher, wenn er einem solche Kinder nimmt. Ein bekannter Mann schrieb: Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir Angeklagte Gottes sein sollen. Nun muss es endlich einmal gesagt werden. Wenn es heute einen Angeklagten gibt, dann ist es der Gott der Christen. Und der Ankläger ist die geplagte, gepeinigte Menschheit. Müsste nicht der David vor solchem Protest einpacken, mit seinem ganzen Psalm von der Freundlichkeit Gottes? Gewiss, Gott ist ein verborgener Gott. Er lässt einen Gerechten Hiob arm und krank auf dem Aschehaufen sitzen. Er lässt es zu, dass der Weg seines großen Zeugen Paulus sich verliert im Dunkel römischer Kerker. Und doch, wir möchten es in die Welt hineinschreien. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Es gibt einen hellen Beweis für seine Barmherzigkeit, Liebe und Freundlichkeit. Das ist das Kreuz Jesu Christi. Das ist der Leuchtturm der Liebe Gottes in der dunklen Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Wer das Kreuz nicht im Glauben ansehen kann, dem versinkt alles im Dunkel. Aber, so heißt es in demselben Psalm, welche auf ihn sehen, die werden erquickt, und ihr Angesicht wird nicht zu Schanden. Herr, öffne uns die Augen für deine Liebe, die auf Golgatha offenbart wurde. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.